Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Weiterer Stellenabbau bei Siemens befürchtet. Bloggerin mit Kopftuch darf im Bezirksamt Neukölln nun doch arbeiten. Und das Wetter ab Donnerstag haben wir sie wieder, die Affenhitze. Mehr dazu am Schluss der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 9. Juni. Die Berliner Beschäftigten von Siemens wehren sich gegen die Sparpläne aus der Münchner Zentrale. Insgesamt 800 der 3.500 Stellen sollen im Gasturbinenwerk in Moabit wegfallen. Die Gewerkschaft IG Metall fürchtet sogar weitere Arbeitsplatzverluste. Angeblich sind 600 der 3.200 Stellen im Schaltwerk bedroht. Siemens wollte diese Zahl nicht kommentieren. Bundesweit hatten Gewerkschaft und Betriebsräte zu einem Aktionstag aufgerufen. Entscheidung pro Kopftuch. Die Juristin und Bloggerin Betül Ulusoy kann trotz Kopftuchs beim Rechtsamt Neukölln einen Teil ihrer juristischen Ausbildung absolvieren. Das teilte das Bezirksamt am Dienstag mit. Die Rechtsreferendarin dürfe allerdings keine hoheitlichen Aufgaben mit Außenwirkung übernehmen. Beim Vorstellungsgespräch hatte das Amt Ulusoy mitgeteilt, wegen ihres Kopftuchs ihre Bewerbung prüfen zu müssen. Nach dem Neutralitätsgesetz dürfen Berliner Beamte im Dienst keine sichtbaren religiösen Symbole oder Kleidungsstücke tragen. Während der Ausbildung können aber Ausnahmen gemacht werden. Ulusoy freute sich über Facebook und Twitter über diese Entscheidung. Weniger im Portemonnaie. Trotz guter Wirtschaftslage hinken die Berliner beim Einkommen bundesweit immer weiter hinterher. In keinem anderen Bundesland wuchs das verfügbare Einkommen seit der Jahrtausendwende so wenig, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. 17.594 Euro pro Jahr hat ein Hauptstädter durchschnittlich für den Konsum und zum Sparen zur Verfügung. Nach den jüngsten Zahlen für das Jahr 2013 waren das etwa 86% des Bundesdurchschnitts. Verglichen mit 14.881 Euro oder gut 94% des Bundesdurchschnitts im Jahre 2000. Kaum besser steht Brandenburg da. Das verfügbare Einkommen bezeichnet die Einnahmen eines Haushaltes einschließlich staatlicher Leistungen abzüglich Steuern und Sozialabgaben. Zeugen gesucht. Die Berliner Polizei sucht mit diesem Video händeringend nach Zeugen eines dreisten Raubes vom Januar dieses Jahres in einem Supermarkt in Adlershof. Am 10. Januar steht der Mann gegen 17.20 Uhr hinter seinem 25-jährigen Opfer an der Supermarktkasse in der Rudower Straße 27. Dann entreißt er der Frau das Portemonnaie, als sie bezahlen will. Die Polizei sucht jetzt den Unbekannten mit diesem Video. Hinweise können unter der Rufnummer 4664 573 100 oder auf jeder anderer Polizeidienststelle abgegeben werden. Überraschende Wende. Das KDW wechselt den Besitzer. Der österreichische Investor und Karstadt-Eigner René Benko gibt die Mehrheit der KDW Group an die thailändische Central Group ab. Deren Tochter, das traditionsreiche italienische Kaufhausunternehmen La Rinascente, übernehme 50,1% des operativen Geschäftes der drei Luxushäuser. 49,9% verblieben langfristig bei Benkos Immobilienfirma, teilte Signa am Dienstag mit. Zu der KDW Group gehören neben dem Berliner Luxuskaufhaus auch das Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München. La Rinascente ist eine der erfolgreichsten Warenhausketten im Premiummarkt und betreibt derzeit 11 Kaufhäuser in ganz Italien. Hohe Waldbrandgefahr. Das besonders trockene Frühjahr sorgt immer noch in Brandenburg für eine hohe Waldbrandgefahr. Wir hatten in diesem Jahr bereits 121 Waldbrände. Das sind mehr als im gesamten Vorjahr, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes in Potsdam. Dabei brannten insgesamt mehr als 100 Hektar Waldfläche. Vorübergehende Entspannung gab es nach mäßigen Regenfällen am Dienstag nur im Süden des Landes. Während daraufhin die Waldbrandgefahr in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße auf die niedrigste Stufe 1 sank, herrschte in der Prignitz immer noch die höchste Alarmstufe. Förderwettbewerb für Selbstständige. E.ON, Google, Volkswagen, die Stiftung Entrepreneurship und weitere Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft haben am Dienstag in Berlin den Förderwettbewerb für neue Selbstständige gestartet. Gründen live.
Gesucht werden clevere Geschäftsideen aus allen Bereichen der Gesellschaft, ob analog oder digital, kulturell oder sozial, ökologisch oder technisch. Alle Teilnehmer durchlaufen ein Trainings- und Feedbackprogramm für Entrepreneur. Den 16 besten Teams winkt Ende Oktober die Teilnahme am Gründen Live Launchpad, einem einwöchigen Crashkurs für das eigene Geschäftsmodell. Mehr Infos finden Sie unter der Internetseite gründen-live.de. Ich denke, dass wir einen sehr, sehr starken Kader haben. Ja, damit sind wir auch schon beim Spiel. Eishockey-Nationalverteidiger Konstantin Braun wird den Eisbären Berlin nach seiner langen Verletzungspause zum internationalen Saisonauftakt noch nicht zur Verfügung stehen. Ich selbst lasse die Champions League weg und steige erst am 11. September zum DEL-Start in den Spielbetrieb wieder ein, sagte der 27-Jährige der Fachzeitschrift Eishockey News am Dienstag. Der Rekordmeister der Deutschen Eishockeyliga beginnt seine Saison bereits am 22. August mit einem Heimspiel gegen die CSC Lions. Die weiteren Vorrundenspiele in der Champions Hockey League stehen bis zum 6. September an. Braun war erst Anfang Juni nach rund 7 Monaten Verletzungspause auf das Eis zurückgekehrt. Spandau 04 hoffnungsvoll. Spandau 04 kennt vor dem Finale um die deutsche Wasserballmeisterschaft gegen den ASC Duisburg keine Bescheidenheit. Wir wollen jetzt das Triple, was sonst, betonte der Berliner Manager Peter Röhle vor dem Auftakt der Best-of-Five-Serie an diesem Mittwoch beim Kontrahenten. Der Titelverteidiger hat bereits den Supercup und den Pokalwettbewerb gewonnen und will mit dem 3. Titel der Saison seine Dominanz in der deutschen Wasserballszene unterstreichen. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es meist klar, das Quecksilber geht zurück auf 11 Grad. Am Mittwoch verdichtet sich die Wolkenlage wieder etwas, es bleibt aber trocken bei Tageshöchstwerten um die 21 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage, ab Donnerstag steigen die Werte wieder merklich an. Am Freitag liegt das Quecksilber bereits wieder bei 28 Grad, am Samstag sogar bei 30 Grad. Bis zum Wochenende bleibt es meist leicht bewölkt. Am Samstag wird es ab den Nachmittagsstunden allerdings gewitterig. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.